Jetzt stehe ich hier. Was passiert da gerade? Biss oder was? Hallo, hallo, hallo. Haben wir einen Biss oder haben wir keinen Biss? Yes! Wir haben einen Biss! Einen Live-Biss! Nice, so habe ich es müssen. Video auf diesem Kanal. Ich bin der Philipp und wir sind heute wieder in Österreich unterwegs, an der Donau, genau genommen an einem Altarm und gehen 2 Nächte auf Karpfen. Yes, das ist der erste 2 Nächte auf diesem Kanal, der erste Weekender auf diesem Kanal sozusagen. Wir werden gut anfüttern, gut angeln, gut schlafen und gut schmausen. Ich habe einiges mit, wir werden gut kochen, geschmackig essen und eine schöne Zeit am Wasser haben. Wir haben jetzt Freitag, Anfang Mai und es ist genau genommen 18.45 Uhr, das heißt wir haben noch rund eine Stunde bis Sonnenuntergang, eine Stunde 15 bis Sonnenuntergang. Jetzt heißt es aufbauen, vielleicht noch anfüttern. Ich habe heute die Spawn-Route mit, die Spawn mit und wir werden gut Partikel rausspawnen, wenn es sich zeitlich noch ausgeht. Spätestens morgen früh dann, im Idealfall jetzt noch, bevor der Abend kommt. Ich zeige euch jetzt noch kurz hier den Wasserstand. Wir haben wieder höheres Wasserlevel an der Donau. Es hat die letzten Tage sehr stark geregnet in Österreich und das sieht man dann auch relativ gut hier in den Altarmen. Ich schwenke elegant die Kamera. Es wird grün, es ist Mai, die Gräser treiben aus, aber hier immer noch guter Wasserstand. Ich werde einfach barfuß reinwarten, so kalt ist es nicht mehr. Und hier irgendwo in der Gegend den Rodpod aufstellen und dann wieder aufsplitten die Routen. Schön hier drüben sieht man die Insel und mein Lieblingsspot ist hier genau zwischen unserem Ufer und der Insel. Und hier geht Fluss abwärts, der Altarm, und Fluss aufwärts genauso. Und hier sieht man, alles treibt wunderschön aus. Der Frühling kommt, hurra, hurra. Die EOS Spotmarker, ideal fürs Rausbomben auch. Wir haben hier 13 Fuß, 5 Lips. Und hier haben wir noch von Shimano die Ultegra Spot XTE. Mit der habe ich schon gute Erfahrungen, die habe ich mir gerade aus dem Fischerladen geholt. Auch noch bespulen lassen mit der Spom-Schnur 20 Lips. Die zeige ich euch gleich. Dann kommt davor noch eine Schlagschnur, 2-3 Routenlängen und dann geht die Party ab. So, wir machen das Futter ready. Wir haben hier jetzt Boilies drin, 24 und 20 mm. Da kommen noch ein paar mehr hinein. Dann haben wir hier vom B-Service Austria Pellets. Hier noch ein Stickmix. Und hier habe ich von Nash, weil ich keine Zeit hatte, mir das vorzubereiten, ganz faul hier einen Nutmix und hier Tigernüsse. Die kommen beide rein. Im Frühjahr verwende ich sehr, sehr gern Partikel und ja, das geht super gut mit der Bomb Partikel zu füttern. Ich vermische es auch wirklich gern mit Boilies. Ich weiß, viele gibt es da draußen, die Boilies und Partikel extra füttern. Mir ist es der Aufwand nicht wert. Ich baller beides in die Bomb, Spomb dann halt öfter raus, aber habe Boilies und Partikel zusammen. Ein paar Boilies zercrush ich auch noch, dass ich hier quasi Partikelähnliche habe im gleichen Geschmack. Und dann geht's schon los. Let's go. So, ich habe jetzt hier ein bisschen gerührt und jetzt dickt das Ganze schon richtig schön an. So möchte ich das haben. Im Frühjahr. Es riecht brutal intensiv. Squid, Octopus. Ist die Mischung richtig geil. Und hier eben Pellets,
Hanfsamen, Nussmix und auch noch Tigernüsse. Und zwischendurch noch meine 20 und 24er Baldis. Das wird der Winner. Ich sag's euch, das wird geil. Lassen wir uns noch ein bisschen anziehen und dann kommen die ersten Bombs raus. Zacka! Ich zeige euch noch kurz, was ich mit meiner Schnur mache. Hier, wie gesagt, 20 Lips Spom Schnur und jetzt kommt vorne dran noch Schocklieder, auch von Spom mit 50 Lips. Mache ich 3 bis 4 Routenlängen und dann kommt vorne diverse Spom, zack, zack. Und wenn die aufs Wasser trifft, patz, dann öffnet sie sich bekanntlich hier diesen Mechanismus. Yes, das mit einer Hand ist das super easy. Hier ans Wasser und dann tack, öffnet sie sich. Hier kommt Futter rein und dann geht's schon los. Let's go. Leute, was seht ihr? Richtig, ihr seht nichts. Der Grund dafür ist, es ist dunkel. Und ich bin gerade erst fertig mit den Routen. Die liegen endlich, nachdem ich mich hier fast zu Tode gespawnt habe. Stehen hier draußen jetzt unsere 2 Fallen für heute Nacht. Die stehen im Wasser stabil und bringen hoffentlich den einen oder anderen Fisch heute. Mal schauen, wenn nicht, und wir wollen auch noch mehr Zeit. Also mal dieses Festmahl an. Oh, richtig, richtig gut. Und hier jetzt noch schön Baguette dazu. Das mache ich mir gerade noch warm. Und dann wird geschmaust. So lässt sich's leben. Und das ist meine Gesellschaft. Maiglöckchen, Bärlauch und Wasser. Let's go. Fischen ist so gut. Fischen ist das Beste. Genau so. Und nicht anders wird hier im Wasser geschmaust. Uns geht's gut! In the net. Der Kollege ist im Kescher. Ein wesentlich größerer Schuppenkaufen. Ein Riesenproblem nur hier. Er hat mir die komplette andere Route mitgenommen. Und wir haben hier einen riesen Mangel beieinander. Jetzt muss ich jetzt mal hier fixen und auseinanderklauben und dann schauen wir uns diesen Kollegen an. Sehr, sehr starker Schuppenkarpfen. Also der hat es mir jetzt ordentlich gegeben im Drill. Der ist auch richtig wütend. Ja. Schönen guten Morgen. Die erste Nacht ist vorbei, ist vollbracht. Leider schon, ging sehr schnell vorüber. Wir haben 2 wunderschöne Schuppis gefangen. Einen mit 9, einen mit 10,5. Ich habe jetzt den Morgen verbracht, alles mal aufzuräumen. Ich habe ja ein brutales Kudelmudel um meiner Schnur gehabt. Total verknotet.
Er ist der 10,5er, der zweite Karpfen, über die Schnur geschwommen, hat sich dann gefühlt eingewickelt in der Schnur. Also das müssen wir heute unbedingt besser lösen. Ich werde heute beide Routen auffächern. Ich werde mir dann leichter tun im Drill, weil aufgrund des Hochwassers immer noch, aufgrund des höheren Wasserstandes, tue ich mir dann leichter, wenn wir links, rechts aufgefächert fischen. Dann kann ich den Fisch besser steuern im Drill. Ich habe jetzt die Routen wieder neu sortiert, gebunden, neu beködert und jetzt wird gespompt. Jetzt wieder ordentlich anfüttern und dann die Routen rausbringen. Bevor wir das tun, zeige ich euch aber die Montage. Ich nehme mich mal hier mit. Zack, zack, zack. Hier stehen schon die zwei Raketen. Wie fischen wir? Wir gehen so vor, dass wir zweimal Schneemann, einmal hier, einmal hier. Wir haben hier das Blei. Tube, die dann viermal Routenlängen unsere Schlagschnur. Ja, ganz, ganz simple Montage, wie immer. Ich bin ein Freund von diesen simplen Montagen, funktioniert immer sehr gut bei mir. Ich gehe noch den Kicker drauf. Kicker immer wichtig, damit sie die Fische auch gut haken. Alle Fische waren gut gehakt letzte Nacht. Also von daher kann es nur bergauf gehen. Jetzt mal spompen. Die Routen neu auslegen und dann steht ein wunderschöner Samstag vor uns. Wir haben extrem tolle Temperaturen, rund 20 Grad soll es heute bekommen, Sonnenschein. Und schauen, vielleicht bekommen wir einen Daycup. Ich glaube zwar nicht, weil hier am Tag ist eher schwach unterwegs, aber spätestens nachts erwarte ich mir wieder einen Fisch. Hoffentlich heute größer. Ich habe ein bisschen Strategie geändert, wir haben jetzt größere Boilies. Ich habe gestern 24 und 20, ich habe jetzt bei beiden 24er und bei beiden ein 16er Pop-Up drauf. Das heißt, der Schneemann ist wesentlich größer. Ich werde jetzt auch noch richtig viel Futter einbringen. Meine Strategie ist, viel Futter am Platz zu haben, um hoffentlich mal die kleineren Karpfen fressen zu lassen und dann später die größeren abzugrasen. Soweit Theorie. Ich glaube, die Theorie hat eh jeder immer. Aber mal schauen, ob wir das heute schaffen, ob uns das gelingt. Jetzt mal viel Futter einbringen. Dann schaut sich mal diesen wunderschönen Blick an. Hier kommen gerade auch Schwäne vorbei. Ich drehe euch mal. Dann schaut sich mal diesen schönen Ausblick an. Traumhaft, oder? Und so starten wir in den zweiten Tag. So soll es sein. Bitte heil, liebe Leute. Damit wir hier auch einen Bildungsauftrag erfüllen, zeige ich euch, wie ich die Spomp befülle. Ich nehme jetzt hier Pellets und ich sage euch, man kann sehr, sehr viele Fehler machen, wenn man Spomp befüllen. Zum Beispiel, wenn ich hier das jetzt zu voll mache, sieht man hier, okay, es war jetzt ein bisschen Glück, ja, es geht nicht zu. Es öffnet immer wieder. Jetzt kann ich den Test machen. Runterschütteln, immer runterschütteln, ganz wichtig. Jetzt ist sie zu und man sieht auch hier schön, dass sie geschlossen zu ist. Das geht mit Pellets sehr gut. Sobald ich aber Partikel füttere und es gibt den einen oder anderen wunderschönen Partikel, der sich dann hier drinnen verklebt, dann schließt die Klappe nicht mehr und dann sieht das ungefähr so aus, dass die Spomp nicht ganz zu ist. Und dann passiert Folgendes, dass ich sobald die Rute anhebe und auswerfen möchte, öffnet sich die Spomp und alles fliegt ins Wasser, bevor ich aber dort bin, wo ich überhaupt füttern wollte. Und was noch passieren kann, ist, sobald ich hier, ich gebe die Pellets wieder retour, sobald ich hier,
hier oder hier verklebte Partikel drin habe. Kann sein, dass das Bomb zwar zugeht und gut schließt, aber weil hier verklebte Partikel drin sind, poppt die Bomb nicht mehr auf. Obwohl ich quasi hier immer wieder aufs Wasser gehe, poppt sie nicht mehr auf, weil sie nicht mehr aufpoppen kann, weil der Mechanismus hier, dieser Mechanismus, den man hier sieht, weil er zum Beispiel verklebt ist, weil hier Partikel drin sind, Mais, whatever. Das ist mir schon öfter passiert. Deshalb lieber weniger reingeben. Und ein Tipp von mir, nehmt eine XL. Ich habe hier eine L, also eine Medium-Variante. Und die ist mir persönlich zu klein. Ich werde mir eine XL ziehen. Da passt wesentlich mehr rein. Und ja, macht's Bomben mehr Spaß. Weil mit der, wenn ich mit dieser Medium-Spomb rund ein Kilo Futter spombe, da bin ich schon gut, ja, fast eine Stunde unterwegs. Und ja, das könnte mir mit einer größeren ein bisschen Zeit sparen. Die Gurke. Ich bin einer derjenigen, der diese Wraps so voll macht, dass sie nicht mehr zugehen. Aber das muss so sein, oder? Das macht jeder. Guten Hunger. Auf die zweite Nacht. Let's go. Boah, geht's uns gut, ha? Huh? Mahlzeit. Jetzt stehe ich hier. Was passiert da gerade? Biss oder was? Hallo? Haben wir einen Biss oder haben wir keinen Biss? Yes! Wir haben einen Biss! Einen Live-Biss! Nice, so habe ich es am liebsten. Petri, let's go! Ich war gerade noch am Filmen des Sonnenuntergangs und dann steigt dieser wunderschöne Schuppenkarpfen ein. Ein wunderschöner Fully. Oben am Rücken schön dunkel, unten zum Bauch hin ganz hell werdend. Richtig schöner Fully. Richtig schöner Common. Also kein Fully. Schöner Schuppenkarpfen. Gefällt mir richtig gut. Schöne Färbung, schöner Bauch. Schön dick. Schön dick. Fische werden immer dicker. Wir sind jetzt bei 14,5. Wir wollten immer größer werden. Jetzt werden wir immer größer. 8 Uhr, der erste Fisch. Mal schauen, wie es weitergeht. Geil. 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 Tschüss. So meine Ehre. Geiler Karpfen. Wir sind happy. Petri heil. Jetzt wieder neu beködern, ein bisschen noch Futter dazu, ein bisschen Bomben, dann kann die Zeit danach beginnen. Bin happy. Schon in der Warthose, bin richtig weit reingewartet, weil ich gestern gemerkt habe, dass die Fische im Drill hier aufgrund des vielen Holzes hier, was man hier sieht, hier das viele Holz, ist es total schwierig und wenn ich mit der Warthose weiter reingehe, tue ich mit dem Drill wesentlich leichter und deshalb jetzt mit Warthose. So, aber jetzt Gas geben. Fische warten. Petri! Ja, ohne Schlaf und so. So. Und hiermit einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, ich bin wach. Wir haben die zweite Nacht überstanden. Kein Fisch ist mehr eingestiegen. Der eine dunkle Schuppi gegen 20 Uhr. Danach tote Hose. Ich habe jetzt zusammengepackt. Für mich geht es jetzt zu einem anderen Platz, weil ich zu euch dort nicht hin mitnehme,
aber von einem sehr guten Freund, der Sohn, der möchte unbedingt beginnen zu fischen und da hat der Vater jetzt die Fischerprüfung gemacht etc. Da üben wir jetzt die Basics, Knotenkunde etc. und versuchen da den Nachwuchs ein bisschen was beizubringen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Deshalb hier zusammenpacken. Jetzt geht es auf einen ruhigeren Platz, auf einen schöneren Platz, wo auch der Junge ein bisschen auswerfen üben kann, weil hier mit den ganzen Bäumen, das wäre ja Katastrophe. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte lasst mir in den Kommentaren eure Kommentare da. Was sonst? Bitte lasst mir in den Kommentaren euer Feedback da, wie euch das Video gefallen hat, ob es Verbesserungsvorschläge gibt, ob ihr Input habt, wie es euch geht, wenn ihr die Spombrute mitnehmt und beginnt zu spomben. Das war für mich wieder eine sehr, sehr lehrreiche Session, weil ich sehr, sehr viel gespombt habe mit der Rakete. Und immer, wenn ich sie mit habe, dann lerne ich sehr viel. Warum habe ich die Spomb überhaupt mitgehabt? Aufgrund dessen, dass Hochwasser, Boot, komme ich nicht raus. Mit dem Wurfrohr komme ich auch nicht so weit hin und kann auch keine Partikel an den Platz bringen. Und deshalb habe ich dieses Mal die Spomb mitgehabt. So, genug gelabert. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen wunderschönen, erfolgreichen Mai wünsche ich euch. Geht's raus, genießt das geile Wetter und Petri Heil. Bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren, bitte nicht vergessen. Ciao, ciao.